Herzlich willkommen zur 41. Folge. Oh Gott, mittlerweile sind es schon so viele Folgen. Ich kann es immer noch gar nicht so wirklich glauben. Ja, in der letzten Folge hatten wir Weihnachten und die fünf, jetzt sind es nur noch vier. Der Martin ist gerade auf dem Heimweg. Die beiden sind gerade aufgestanden. Jetzt habe ich die April ein bisschen Yoga machen geschickt. Die Emmy soll noch ein kleines bisschen schlafen, weil dann auch die Schule schon wieder anfängt. Zum Glück hat sie die Hausaufgaben schon fertig. Ja, und wir lassen die jetzt mal kurz machen. Ja, ich war, bevor ich jetzt die Folge hier aufgenommen habe, war ich kurz bei Ina und Shane zu Hause und habe geguckt, wie beziehungsmäßig die zusammenstehen. Und zwar sind sie schon ein festes Paar. Voll süß. Oh, ich finde das cool, dass das geklappt hat. Ja, Shanny Boy ist hier am Spiegel und macht sich frisch, beruhigt sich. Ich kann es nicht genau identifizieren. So, Emmy. Okay, du darfst heute länger schlafen. Du bist ja soweit alles im grünen Bereich. Feuchte Träume. Oh, okay. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ah, die Ina macht unser Müll leer. Und ja, so soll das Tagesprogramm dann auch aussehen, wenn die April aufsteht, dass sie so ein paar Yoga-Übungen macht. Für mich persönlich ist Yoga nix, ganz ehrlich. Aber ich denke, für die Sims ist es immer cool. Was macht die Ina jetzt? Ach, guckt sie sich die Bilder von uns an. Ah, ich bin mal echt gespannt, was wir heute so machen werden. Ich weiß es noch nicht so. Wir haben ja jetzt schon Donnerstag. Genau, morgen ist Kindertag. Oh mein Gott. Emmy! Ich hatte ja überlegt, ob wir vielleicht, sobald die Emmy heute aus der Schule ist, vielleicht in Urlaub fahren, zu dritt. Mit dem Shane, mit der April, mit der Emmy. So als kleine Familienzusammenführung. Und die Emmy hat ja am Sonntag Geburtstag schon, dann wird sie zum Teenager. Dass wir den Geburtstag kein Deutsch mit im Urlaub feiern. Ich muss halt mal gucken, was das kostet. Entweder gehen wir dann heute schon in den Urlaub, wenn das klappt, oder halt am Freitag nach dem Kindertag muss ich mal gucken, was das kostet. Wir brauchen ja schon ein relativ... Ah, die Betty ist wieder bei ihrem Karton. Relativ großes Haus, sage ich jetzt mal. Wir brauchen zumindest zwei Schlafzimmer. Ja. Aber ich finde das cool, dass die Ina und der Martin jetzt ein Pärchen sind. Was? So, sogar meine Augen haben Augen. Okay, alles klar. Ja, oh mein Gott, die Emmy hat verschlafen. Emmy, steh auf, du musst zur Schule. Steh auf, schnell, schnell, schnell. Steh auf, mein Schatz, schnell ab zur Schule. Zacki, zacki. Um Gottes Willen, genau. Dann habe ich ihr, nachdem ich gestern ein bisschen aufgeräumt habe und die Deko wieder weggemacht habe, also was jetzt übrig geblieben ist, sind nur hier die zwei Lichterketten, die habe ich jetzt vorerst dort gelassen. Und, ah, ich habe den Kranz vergessen. Hihi. Genau, im Inventar ist jetzt Kürbis, einmal nur. Der Baum, der Nussknacker und der kleine Nussknacker, Emmys gebasteltes, die Rentiere und den Schneemann, das habe ich jetzt aufgehoben. Und, genau, ich habe ja dann einen Inspirationstrank. Genau so heißt das. Da die Emmy ja bald... Oh, jetzt habe ich voll den Hänger wieder, Entschuldigung. Ja, bald altert und ich wollte unbedingt zumindest Level 1 abschließen. Sie braucht zwei Bilder, davon nur noch eins. Ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen auf die Schnelle. Aber die Emmy ist jetzt Gott sei Dank zur Schule. April, du bist fast mit deinem Balken fertig. Dann würde ich sagen, dass du dich mal hier um deinen Garten kümmerst. So, Emmy, du machst hier fleißig weiter. Hast du hier einen... Wieso sind es jetzt nur noch 720? Muss ich das verstehen? Anscheinend fehlt dann wieder irgendwas. Naja, nicht schlimm. Aber ich bin echt mal so gespannt, was uns die ganzen anderen Pflanzen einbringen. Denn es sind ja nur noch 3 Tage und dann ist schon wieder Frühling. Dann kommen die ganzen anderen Pflanzen zurück. Ich bin ja echt mal gespannt. So, die April hat Level 2. Perfekt, dann darfst du aufhören, wenn du möchtest. Ich habe heute nicht so wirklich einen Plan, was ich mit den
beiden mache. Shane ist so gut wie eingezogen, ohne dass er wirklich bei uns eingezogen ist. Ja, ich bin schon sehr gespannt. So, April, wo fehlt jetzt noch? Ah, hier hinten fehlt's. Dann machst du hier auch nochmal bitte den Mega-Verkauf. Und dann kommt das mit den 1000 irgendwas hin. Sind in einem Fliegen? Ja, gell? Hier, dann machst du mal Garten pflegen. Oh, heute scheint die Sonne, wie schön. Oh, ich mag nicht so das Regenwetter auf Sulani. Ganz ehrlich, das ist nicht so, das ist nicht so meins irgendwie. Ja, April. Wie voll sind denn unsere Wäschekörbe? Dann hätte ich doch mal gesagt, machst du die Wäsche auch noch? Shane, alles gut bei dir? Ich hoffe sehr, dass dir die Umbauten, ah, die Ina geht schwimmen, soweit gefallen. Ich kann leider jetzt noch nicht auf die Kommentare aufnehmen, weil ich meine Folge immer für die Woche am Wochenende aufnehme. Und daher kann ich dann immer nur, wenn das Video draußen ist, die Kommentare dann was drauf eingehen und merke mir das dann fürs nächste Mal. Ja, April bleibt mal stehen. Sieht man bei dir schon was, dass du Sport gemacht hast? Du blöd jetzt mal gesagt. Ich glaube an den Beinen, oder? Also ich finde, sie ist normal. Sie ist bisschen, hat ein bisschen mehr auf den Rippen, aber ich mag nicht so die dürren Sims. Mir persönlich, wobei die April war ja auch sehr schlank, als wir sie eingespielt haben, sage ich jetzt mal. Die Ina ist ja auch relativ schlank, aber ihr steht's auch. Und die ist echt süß, die Ina. Ina, jetzt bist du happy, gell? Dass du einen Freund hast. Du möchtest Verantwortung beibringen. Ja, ich wollte hier nochmal bei der Emmy gucken. Die Emmy kriegt auf jeden Fall Verantwortung. Ja, Kindertag, ich weiß. Und vielleicht, ich wollte auf jeden Fall versuchen, dass wir entweder Manieren oder Empathie. Aber das kriegen wir als Kind nur voll, weil die dann am Doktor spielen kann. Okay, da muss die Emmy noch ein bisschen doktoren. Und die April. Komm, April, du kannst der Emmy mal beim Projekt dann helfen. Und die Betty spielt wieder mit dem Ball. Ich habe meinen Timer vergessen. Ah, guck mal, jetzt macht die Ina sogar ihr Sportprogramm. Ich habe auch die Lautstärke vom Spiel ein bisschen höher gemacht und vom Mikrofon. Falls das irgendwie zu leise war. Bisher gab es noch keine Beschwerden. Sag ich mal so. Wir könnten ja eigentlich hier hinten diesen braunen Fleck wegmachen, oder? Ja, aber das mache ich dann im Nachhinein, nicht jetzt mittendrin. Ja, ihr Süßen. Ina, wieso? Hast du keine Hose an? Ah, ich hatte dir eine CC-Hose gegeben. Naja, egal, machst du halt mit deinem Unterhöschen ein bisschen Yoga. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das denen Spaß macht, oder? Ich finde der Ina ihre Hautfarbe ja so schön. Und Schuhe hat sie auch keine an. Okay. Shane, bei dir immer noch alles gut? Oder übst du debattieren? Genau. Ich bin auch schon die ganze Zeit am Überlegen, was der Shane als Beruf werden soll. Also was er machen soll, sobald er eingezogen wird. Ich glaube, jetzt hat er noch nichts. Zumindestens habe ich ihm noch nichts gegeben. Habe ich irgendwie vergessen. Hallo Betty. Tu dir nicht weh, bitte, okay? Mir schwirrt ja alles im Kopf herum, dass er vielleicht Polizist wird. Das, finde ich, passt irgendwie zu ihm. April, bist du jetzt mal fertig mit deiner Wäsche? Ich sag mal, du brauchst ja heute Ewigkeit. Wir haben schon 23:30 durch. Stopp. Und jetzt kannst du das bitte zur Wäscheleine bringen. Okay, was war das eben? Ja, ja, ja. Und dann kannst du hier Chips beim Projekt helfen. Können wir jetzt eigentlich was? Ach, wegen dem Baumhaus, weil er alles hoch. Können wir jetzt unsere Bienchen? Ja, wir können unsere Bienchen einsprühen. Wann kommen die eigentlich wieder? Wahrscheinlich im Frühling wieder, oder? Ja, nee, also mir gefällt das Häuschen wirklich sehr gut. Ich wiederhole mich gerade dezent, aber ich muss es einfach sagen. Ich habe auch schon überlegt, ob wir den Fernseher irgendwie irgendwann dann mal austauschen gegen ein neueres Modell und ob man denen ein Tablet vielleicht kauft.
Die beiden haben ja jetzt gar keinen PC irgendwie und ich wollte dann eigentlich auch, dass die Apple ein paar Fähigkeitskurse macht. Jetzt gucke ich kurz was. Urlaub nehmen. Ich gucke das jetzt mal, weil mich der Preis interessieren würde, ob das geht. Wenn sie dann hier fertig ist mit dem Emmys Projekt. Betty hört an der Tür zu kratzen. Hey, bleib brav. Ja, so ist das. Ich spule aber jetzt ein bisschen, weil mir das sonst zu lange dauert und ich nicht so viel mit reinnehmen kann in die Folge. Ja, die Emmy hat einfach nur noch 3 Tage. Ach, Mäuschen. Ich bin ja sehr gespannt, wie sie als Teenager ist. Ich wollte mit ihr ja in der Teenager-Phase dann. Du bist treu wegen Persönlichkeitstyp. Okay. Ja, so ein bisschen auch das. Was machst du denn jetzt da unten? Hör auf, dich da rumzurollen und an der Tür rumzumachen. Du gehst nicht hinaus, bleib drinnen. Bleib ich bei mir, okay? Ja, dass wir dann halt auch ja, ein bisschen mit ihr feiern gehen. Klar, wollte ich mit Apple auch ein bisschen feiern gehen. Aber dass sie halt auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen in diese rebellische Phase auch geht. Da die Apple das ja alles nicht machen konnte. Und dass die Amy vielleicht das so nachholt, was ihre Mami nicht so oft machen konnte. So, April, du musst pieseln. Dann guck jetzt erstmal, was das mit dem Urlaub kostet. Genau, wir gehen nämlich nach Granite Falls und dann gucken wir mal. Also hier kostet es noch, wow, das ist ganz teuer. Camping wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber hier wären es 2 Zimmer und 2 Bäder. Brauche ich kurz mein Handy mit dem Taschenrechner noch. Also wenn wir Freitag, Samstag, Sonntag bleiben, das sind 3 Tage, das sind 676 mal 3, das sind 2000 Simoleons. Geht eigentlich, oder? Mit dieser Hütte da unten nehmen. Die andere ist natürlich noch ein bisschen teurer. Zumindest hätten wir 2 Schlafzimmer. Und als Familienzusammenführung wäre das eigentlich nicht so schlecht, oder? So, dann gehen wir jetzt ganz schnell pieseln. Und dann darfst du, wenn du möchtest, schwimmen gehen. Du bist müde. Wieso bist du auf einmal müde? Verstehe ich nicht. Naja, wenn ich kannst du dich dann nochmal hinlegen und ein Nickerchen machen. Und ich habe letztens, als ich meine private 100 Baby Challenge gespielt habe, gesehen, dass die hier nach Muscheln tauchen können. Geht das hier freitauchen? Oder war das da hinten die Bo. Oh, das sieht ja voll schick aus hier. Ne, hier geht's auch nicht. Wobei wir am genau selben Grundstück wohnen. Ich nehme irgendwie immer dasselbe Grundstück, komischerweise. Da konnte die da Muscheln holen. Vielleicht liegt es auch an der Fitnessfähigkeit. Fitness ist doch 6 und die andere, die Alex, hat weniger. Definitiv. Ach so, genau hier. Shop the April. Ein zweites Badeoutfit noch gegeben, wo sie dieses Ding anhat, weil ich das eigentlich voll schön finde. Emmy? Guck mal, ich glaube, die Mami. Hat dir deine Mami das falsch gemacht? Dann machst du es fertig. Betty, du denkst an meine Füße, gell? Sie hat die Erkältung besiegt. Das finde ich ja schon mal sehr cool. Saubere Kleidung. Die guten alten Zeiten. Level 7. Oh. Ich gehe ja davon irgendwie aus, dass sie Motorik noch voll kriegt, mental. Bis sie halt ein Teenager wird. Hat schnell abgeschlossen. Sehr cool. Was kannst du jetzt da machen? Dann platzierst mal dein Inventar, dass du gute Nötchen kriegst. Genau. Und dann hätte ich doch gesagt, nimmst du mal hier deinen Trank. Und dann hoffe ich, dass du hier hochkommst. Stopp, Emmy. Und dann kannst du noch was. Was muss sie denn zeichnen? Irgendein Bild muss sie zeichnen. Okay, dann zeichne mal ein Tier. Ach, du kommst da nicht hoch. Ich weiß es nicht wieso, aber ich muss die da in letzter Zeit immer hoch teleportieren. Ich habe keine Ahnung, wieso.
Da kannst du noch ein paar Leute und ein Fahrzeug noch zeichnen. Wieso das nicht funktioniert, ich verstehe es einfach nicht. So, April. Du bist da hinten, du machst Freitauchen. Sehr cool. Und die April braucht. Ich habe jetzt auch mal geguckt, sie muss noch viermal irgendjemanden Maß regeln. Und dann ist sie schon im dritten Bereich ihres Bestrebens. Und ich denke auch, dass wir das voll kriegen werden. Also abschließen. April, ich komme mal zu dir. Oh, dein Delfin ist da. Kann das sein? Komm, wir kaufen dir mal das Tauchermesser. Was kannst du denn jetzt machen? Ah, die braucht das Tauchermesser. Okay, dann hatte ich ihr das wahrscheinlich gekauft. Also der anderen Simon. So, Emmy. Du bist am Zeichnen. Sehr cool. Dann hast du ja dein... Also dein Bestreben ja abgeschlossen. Perfekt. Ja. Ah, da hat die April schon eine Muschel gefunden. Ja. Die Überlegung war ja, beziehungsweise ich hatte ja mal abstimmen lassen, dass die Emmy Maus eine Meerjungfrau auch wird. Hübsch irgendwie Frosch im Hals. Und die Punkte dazu hat sie, 1700. Und jetzt haltet euch fest, wie viel die April hat. Die April hat einfach 3285 Punkte. Hammer. Die würde wahrscheinlich auch noch viel mehr kriegen. Ich wollte jetzt mal... Ich habe schon mal geguckt, ob irgendwas Interessantes dabei wäre. Aber um ganz ehrlich zu sein, irgendwie... Ich könnte ihr vielleicht noch Flinkputz oder wie das Zeug hier heißt. Hast du es fertig? Geil. Mit drei... Betty. Mit drei Spielsachen spielen. Okay, das könntest du doch hier oben auch machen. Das zählt doch zu einem Spielzeug, oder? Dann spielst du mit dem, spielst damit, dann hast du schon zwei. Und dann müssen wir dich wieder runter teleportieren. Ja, mit dem Baumhaus ist so eine Sache, weil die Emmy jetzt bald schon wieder groß wird. Die April hat wieder was gefunden. April, du bist gut. April, aber pass auf, dass du mir nicht ertrinkst. Das wäre nicht cool. Ja, Emmy. Dann hängen wir mal deine Bilder hier hin. Was ich eigentlich sagen wollte, da ja dann die Emmy ein Teenie ist, ob das Baumhaus dann noch so... ich weiß nicht, ob das dann noch so seinen Sinn hat. Ich lasse es auf jeden Fall erstmal stehen. Und ja, die Emmy hat auf jeden Fall ihr Bestreben dann fertig und ist jetzt in der zweiten Kategorie. Wie cool, vielleicht kriegen wir es heute alles noch fertig. Das wäre so cool. Ja, mit drei Spielsachen spielen, das kriegen wir noch hin, Emmy, oder? Haben wir noch hier noch irgendwas zum Spielen? Dann kannst du dir hier noch was rausholen. Schieb mal mit dem Zitator, oder wie das genau heißt. Du bist auch schon wieder müde. Da ist der Ben. Ach genau, hab ich wohl vergessen zu erzählen. Der Ben ist übrigens schon ein Teenager. Sieht voll schnuckelig aus, der Typ. Ja, ich glaube, wir fahren am Freitag dann in Urlaub. Bist du jetzt? Ah, du schläfst auf dem Wasser, okay. Ich glaube, da könntest du herkommen. Was haben wir denn überhaupt hier noch in unserem Kühlschrank alles? Truthahn. Guck mal, hier könnt ihr essen. Emmy, ich muss dann gleich runterholen. Du kannst dann auch hier unten dann machen. Dann teleportieren wir dich hierher. Und dann kannst du auch deinen Truthahn essen. Hä? Wieso bist du denn jetzt wieder oben? Muss ich nicht verstehen, oder? So, Emmy. Einmal essen, bitte. Genau, ich habe die Stühle jetzt wieder alle verkauft und hier in die Ecke gestellt, weil im Moment sind sie ja nur zu zweit. Wenn dann der Shane dazuziehen sollte, dann geht das. Ja, April, du kommst auch essen. Meine Süße. Bist du krank? Nee. Aber ich finde schon, dass man das Yoga schon gesehen hat. Oder bin ich jetzt blöd? Guck mal, ihr könnt ein bisschen Radio hören. Alternativ. Lautstärke ist niedrig, okay. Emmy, was musst du danach machen? Du müsstest danach eigentlich nur schlafen. Kriegst du das hin, dass du noch ein bisschen Doktor dann spielst? April, du bist auch todmüde. Okay, dann würde ich sagen, gehst du aber schlafen. Ja, und dann können wir den Freitag ja direkt mit reinnehmen. Wie cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Dass das. Ups. Dass wir den auch noch mit reinkriegen. So, April. Wenn du dann fertig bist, darfst du ins Bett schon gehen. Ja, ich wollte mich jetzt auch ein bisschen mehr um die Emmy kümmern. Dass die Emmy genauso auf meine Aufmerksamkeit bekommt. Du bist müde, ich weiß. Aber du bist aufgekratzt, okay. Hat es jetzt dazu gezählt? Nee. Dann ist das auch ein Spielzeug? Ich glaube nicht. Dann komm, hier kannst du noch einmal mit dem kleinen Ding spielen. Also ich finde ihr Zimmer echt knuffig. Mit der Lucy, da habe ich jetzt auch nur noch meine Gedanken so drüber gemacht. Vielleicht nach Neujahr. Aber dann hat die Emmy so Zeit, um das alles zu bewältigen. Und ich denke... Ups, hast du dir das gerade gegen den Kopf gehauen, Emmy? Emmy, du musst aufpassen. Ach, April. Dir geht's sonst gut. Hat sie es wieder gegen den Kopf gehauen? Ich weiß, mein Schatz, bist müde, gell? Dann geh schlafen. Spielsachen spielen. Kinder können mit Puppenhäusern, Spielkisten, Stofftieren und bla. Okay, alles können sie mitspielen. Okay, jetzt ist schon eins. Perfekt, perfekt. Ja, aber ich finde die Emmy, die malt nicht schlecht. So, wir sehen uns dann gleich, wenn die beiden wieder wach sind. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wieso. Aber seht ihr das hier oben? Die April ist schwanger. Och nein. Na doch, eigentlich freue ich mich ja für sie. Oh, Pupsi. Och, wie süß, hast du eine kleine Kugel. Och. Also ich habe da nichts mit dem MCC gemacht. Aber die haben nur getächtelt. Wieso ist sie dann schwanger? Ich kann es mir jetzt nicht genau erklären. Auf jeden Fall freue ich mich natürlich, dass die beiden jetzt noch ein Kind kriegen. Zweites Trimester in 3 Tagen. Genau, ich habe ja die Schwangerschaft auf 7 Tage. Neugierig auf Gruppe. Ah, verdammt, wir haben ja noch hier diese Gruppen drinne. Ja, das können wir dann auch noch mal endlich mal machen. Ach Gott, jetzt ist die April schwanger. Geplant war es ja, dass sie nochmal ein Kind kriegt mit Shane. Aber dass das jetzt so früh kommt, hätte ich jetzt nicht persönlich gedacht. Oder Betty, was sagst du dazu? Betty sitzt hier auf dem Schreibtisch neben mir. Ach April, jetzt bist du zum zweiten Mal Mami. Da muss ich ja noch so ein Bild hinhängen, wo du dann mit deinem Bäuchlein drauf bist. Ach Gott, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Wirklich. Emmy, Betty, nein, bleibst weg da. Ich bin hier in der PC, das ist mein Glas. Gestern auch, die Betty ist richtig so eine kleine Intelligenzbolze. Ich habe mein Glas neben mir stehen, weil ich durch das ganze Gebabbel so einen trockenen Mund kriege. Und was macht sie? Kommt, ist ja nicht schlimm. Nein, du gehst nicht in der PC, ist jetzt echt. Ach, du kleiner Stinkstiefel. Und sie tobt wirklich ihr ganzes Gesicht in mein Glaswasser und erschreckt sich sowas von, dass sie rückwärts vom Schreibtisch gekullert ist. Weil ich nicht daran gedacht habe, dass da Wasser drin ist. Also meine Katze, die ist ein absoluter Burner. Ich komme da immer noch nicht drauf klar, dass die schwanger ist. Mann, April. Was habe ich gemacht? Ich verstehe das nicht. Ihr habt doch nur getächtelt. Und ich habe das Techteln meiner Meinung nach auf 20%. Und 20% ist so gut wie nix. Oh. Naja, jetzt ist es halt so. Ich halte auch nichts so von Abtreibung. Deshalb, Emmy, du musst heute nicht zur Schule, gell? Genau, ich hatte nämlich bei dem Kindertalk die Zwergchen mit reingenommen, dass wir ein paar Blümchen wieder bekommen. Oh, okay, April, du musst dich unbedingt um deinen Garten kümmern. Ja, dann müssen wir das Shane auch noch irgendwie beichten. Ich denke, wir fahren dann im Urlaub in der nächsten Folge. So, Emmy, willst du die mal beschwichtigen? Das letzte Mal hat Kaffee gut geholfen. Und die April ist schwanger. Och, April, mein Schatz. Du bist Mama. Ich bin ja echt mal gespannt, was es wird. Dann jete mal bitte alle. Ich hoffe, das hat funktioniert. Oh, sehr gut. Empathievoll, sehr gut. Ach, stopp, Emmy, nicht beide. So, meine kleine Maus. Aber erstmal, da ist ja noch ein Zwerg. Guck mal, dann kannst du
Dann kannst du den hier noch bezichtigen. Gib dem auch mal Kaffee. Und dann kannst du den noch ein bisschen Doktor spielen. Wie viel hat er das jetzt? Okay, ich denke, wir kriegen das wahrscheinlich heute noch voll. April macht ihren Garten. Dann kann sie hier das Wasser austauschen. Kann den Zwerg mit Kaffee beschwichtigen. Ich hoffe, das funktioniert bei dem auch. Oh mein Gott. Mama, April ist schwanger. Also ich bin wirklich so hin und her gerissen. Ich freue mich einerseits natürlich sehr, aber andererseits denke ich mir auch so, oh Gott, was macht der Shane? Da steht irgendein Glas, auch gut. Wir müssen den Shane dann auch gleich mal einladen. Betty, kann ich dir irgendwie helfen? Du bist schon wieder hinter dem PC, du kleine Hexe. Komm raus, los, raus. Oh, zum Glück hat sie es geschafft. Okay. Was mussten du? Musst dasselbe Mann Geschichten erzählen. Okay, die April malt jetzt was. Ja, April. Du hast Morgenübelkeit. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, was du davon hältst. Also, definitiv werde ich es nicht abbrechen. So ein Mensch bin ich leider nicht. Klar, wird es eng. Also, wir müssen zusehen, wie wir ganz schnell an Geld kommen. Der Shane kommt ja aus einer reichen Familie, sage ich jetzt mal so. Und generell die ganz an, auch die anderen Community-Sims. Aber ihr. Ah, die Apple kriegt das schon durchs Malen hin. Wie cool. Was hat er stand da? Malen? Tanzen. Emmy. Alternativ. Tanzen. Bitteschön. Dann hast du das nämlich auch fast. Nicht klug genug. Übung macht den Meister, würde ich immer sagen. Okay, du gehst auf jeden Fall jetzt aufs Klo. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ich wollte ja eigentlich sagen, dass du das gerne mal in die Kommentare schreiben kannst, wie du das siehst. Was du jetzt machen würdest. War ihr Bauch letztens auch so dick? Im ersten Trimester? Sie ist doch im ersten, oder? Genau, sie ist im ersten. War der Bauch damals bei Amy auch so dick? Ich meine, nein. Och, April. Muss dann den Shane auch gleich mal einladen. Emmy, kannst du eigentlich sauber machen? Nee, gell? Dann putz mal deine Zähne. Das macht nämlich auch irgendwas bei Verantwortung, Manieren oder sowas. Shane wird gleich da sein. Sehr gut. Okay. Spielzeug. Dann würde ich sagen, spielst du nochmal Doktor. Und die Mama darf dem Shane gleich. Freudige, was machst du? Oh nein, April. Geht's dir gut? Hier, bevor du jetzt zum Shane angehst, machst du das Klo bitte noch sauber. Und dann kannst du hier säubern, Hände waschen. Und dann müssen wir ihm das leider sagen. Wollen wir einfach mit der Wahrheit rausrücken? Ja, ich mache einfach die Augen zu und durch. Oh, ich habe ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Er ist zwar von Anfang an in die April-Fanat gewesen, das war ja auch in seiner Beschreibung so drin, und er ist ja dann eher nachgelaufen, sag ich jetzt mal, weil sie ja dann einmal nicht mehr aufgetaucht ist. Oh, April, du kannst sein. Wow. Bitteschön, mein Schatz. Oh Gott, der Bauch ist so dick. Der Bauch ist so dick, oh mein Gott. April. Ich hoffe echt, Shane reagiert gut. Ich würde ihn sonst ein bisschen in Bobs beißen. So, ich spule aber jetzt mal. Aber wir werden den Tag auch nicht komplett in die Folge reinnehmen können. Das weiß ich jetzt schon zu 100%. Och, jetzt. Also in letzter Zeit geht alles kaputt. Wirklich alles. Und da ist immer noch die scheiß Pfütze, wenn ich das mal so dezent sagen darf. Okay, Leute, es geht los. Es geht los. Oh, Winubu. Hat er sich jetzt gefreut? Oder hat er sich nicht gefreut? Ja, Emmy, du musst auch noch die große Neuigkeit erfahren. Bei mir, du kriegst ein Schwesterchen oder ein Brüderchen. Ja, okay, die Emmy freut sich, glaube ich, oder? Oder? Okay, den Mutlet hat es jetzt noch nicht. Ja, Shane, freust du dich? Okay, du hast einen kleinen Pickel auf der Nase. Freut er sich?
Apple ist wieder voll einfallsreich. Mit Hörnern tröten, okay. Und was, Silvester ist auch bald. Oh Gott. Bei Kindertag beschweren, okay. Emmy, kannst du nicht irgendwas mit dem Shane machen? So groß erzählermäßig? Kindertag-Aufregung teilen, das ist doch schon mal ein sehr gutes. Bei Kindertag singen. Ja, Silvester ist dann auch noch bald. Ja, Shane, ihr werdet Eltern. Du stehst voll unterm Tisch. Ach Gott. Okay, Shane hat, glaube ich, gerade auch sein Ding abgeschlossen. April, kannst du mit ihm auch hier fesselnde Geschichte erzählen? Hier war es doch, fesselnde Geschichte erzählen. Dann spulen wir jetzt gerade mal. Emmy, kannst du das auch? Lustige Geschichte erzählen, perfekt, das passt doch. Dann machst du das beim Shiny Boy auch noch. Fantasiefähig. Fantasiegeschichte. Ich bin echt immer noch sprachlos, ganz ehrlich. Also ich finde es einerseits gut, nur... Okay, wir haben 7 Tage. Heißt, wir müssten irgendwie... Eigentlich 8. Ich habe es bei den Kindern, bei den Babys jetzt eigentlich, dass die 1 Tag nur Babys sind. 8 Tage. Um eigentlich das Geld zusammen zu haben. April, du kannst hier wieder einen Mega-Verkauf machen. Okay, da kriegen wir wieder 1000 zusammen. Dass wir rein theoretisch schon in das andere Haus ziehen können. Weil ich habe hier keinerlei Möglichkeiten, ohne den Mini-Haus-Modus zu verlassen. Vor allem, ich wüsste auch nicht, wo ich es anbauen sollte, ohne das, den Grundriss zu zerstören. Emmy, bei dir, hast fast alles. Ey, perfekt. Dann machst du jetzt hier nochmal was. Aufregung teilen. Was kannst du noch machen? Kennenlernen. Und Freddy werfen. April, wie sieht's bei dir aus? Hast du alles verkauft, mein Schatz? Sehr gut. Musst du gießen? Nee, scheint's nicht. Ach, April. Nimmst du dir jetzt was zu essen? Ach Gott. Mama ist schwanger. Also, Emmy hat fast alles abgeschlossen. Boom hat's gemacht. Was kannst du noch mal? Du müsstest tanzen, mein Schatz. Da können ihr nämlich alle noch ein bisschen tanzen. Guck mal hier, tanzen. Und du auch. Und dann habt ihr ja das fast alles abgeschlossen. Schon perfekt. Ach, April. Ich bin echt sprachlos. Muss ich echt so sagen. Okay, die Emmy hat das jetzt... Dann teilst du noch die Kinderaufregung da. Was können wir noch machen? Wasche drehen. Und dann müssen wir noch gucken, dass du die anderen hast. Dann, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ach was, wo ist denn jetzt der Shane hin? Der Shaney Boy geht. Ich hoffe, der nimmt uns das nicht krumm. Also ich bin echt so hin und her gerissen. Alles so richtig spontan jetzt kam. Ich bin, dein Bauch ist einfach so dick. Oh mein Gott. Wieso ist das so dick? So ist dein Bauch so dick. Ja, was ist los, Betty? Guck mal, die April ist schwanger. Das passt gar nicht so irgendwie. Auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir jetzt das Geld zusammenkriegen. Das Haus, was ich jetzt gebaut habe für die 3. Dann rein durch 4. Kostet knapp 100.000. Und ich dachte eigentlich, dass die dann, wenn sie dann irgendwann geheiratet haben, da einziehen. Aber da das ja jetzt alles anders irgendwie läuft, müssen sie halt jetzt schon eher einziehen. Und ich hatte mir das überlegt, dass sie die Hälfte halt irgendwie an Geld zusammen haben. Ich weiß halt nicht, wie viel aktuell dieses Grundstück wert ist. Doch, das kann ich rausfinden. Und zwar 32.000. Okay, wir hätten dann mit dem so knapp 40.000. Der Shane bringt ja dann auch noch was an Geld mit. Also wir könnten uns das Haus leisten. Das kommt auch wieder hier auf dieses Grundstück. Aber die Emmy isst jetzt ihr Essen weiter. Sehr gut. Aber die Apple geht jetzt duschen, okay. Lagerfeuergeschichten.
Hier, Mama kann dann bitte, ohne sich zu verbrennen. Du musst noch das mit Milben machen, bitte. Babykick. Oh mein Gott, das kenne ich ja noch gar nicht. Das müsste aber jetzt vom Slice of Life sein, oder? Und der Timer ist fertig. April hat das definitiv gefühlt. Och, wie süß. Und April hat gerade an ihr Techtelmechtel zurückgedacht. Krass. So. Du musst ganz dringend pieseln. Ja, dann gehst du pieseln, wenn du den angezündet hast. Und die Zwerge schmeißen uns wieder die ganzen Pakete zu. Ist das bei euch auch so, dass ihr so viele Pakete kriegt? Ja, ja. Ach, Emmy. Du kriegst ein Geschwisterchen, mein Schatz. Sollst du das abräumen? Geht das? Und wo willst du denn jetzt hin, mein Schatz? Hast du eine Badesonne angezogen? Nee, egal. Dann würde ich sagen, machen wir die Beine bei meiner Runde zu. Und April, hast du eigentlich Hunger? Du brauchst dringend Dehydration. Dass ihr dann hier mal am Lagerfeuer euch zusammen hinsetzt und euch eine Geschichte erzählt. Das wäre doch cool, oder? Hey, wo geht's denn jetzt hin? Emmy, was machst du? Emmylein? Du heißt nicht Emmy, du heißt Betty. Oh, Süßen. Ich sehe da hinten nur irgendwas Blaues. Die Apple hat jetzt gerade ein Bad genommen. Okay. Emmy möchte spielen. Emmy, würdest du vielleicht nochmal kurz tanzen? Ich glaube, dann hast du das nämlich abgeschlossen, glaube ich, mit dem hier, oder? Oder? War das nicht sowas? April, du kannst hier auch nochmal tanzen. Da, guck, Motorik 8. Hammer. So, und da fliegen wieder ein paar Pakete rum. Und die Mia ist vorbeigekommen. Ach, wie krass. Wie krass. Ihr danzt ein bisschen, das passt doch perfekt. Auch, also, dass die Folge so wird, hätte ich ja nicht gedacht. Echt nicht. So, dann dürft ihr euch hier nochmal zusammen hinsetzen. Kommt ihr? Emmy, kommst du auch? Cool. Und dann kannst du ja mal deiner Mama, müssen wir das jetzt Gruppengeschichte erzählen? Ja. Dann machen wir das mal. Mit deiner Mommy zusammen. April, wo möchtest du wieder hin? Ja, das hätte ich echt nicht gedacht, dass die Folge sich so entwickelt. Wirklich nicht. Ja, ja, das ist schon krass. Können wir euch mal liebevoll umarmen noch. Ah ja, das ist krass. Habt ihr es geschafft? Okay, die Emmy hat es auf jeden Fall geschafft. Sie braucht nur noch das da. Und die April... Dramatikgeschichte erzählen. Partystimmung. Och, April. Gewürzfestival. Was können wir denn noch machen? Hier nochmal fesselnde Geschichte erzählen, dass du wenigstens das auch hast. Okay, das hast du auch. Partystimmung. Ah, Emmy, das sind deine gemalten Sachen noch. Hab ich gar mitgekriegt. Wo hängen wir das hin? Wir nicht machen das in dein Inventar. Weil so langsam war ich nicht mehr hin mit deinen ganzen Bildern sollen. So, die Emmy geht jetzt duschen. Was macht die April? Die April hat Hunger. Okay, ja. Aber ich muss jetzt auch schon leider wieder den Part beenden. Und wir fahren dann auf jeden Fall beim nächsten Mal in den Urlaub als kleine Familienzusammenführung. April, darf ich das Paket noch hier haben? Und das unter deinem Stuhl auch, bei deinen Füßchen. Dankeschön. Also haben wir auf jeden Fall ein paar Pakete wieder gekriegt. Hallo, Batti. Kommst du bitte rein, ohne die Tür die ganze Zeit hier aufzuschubsen? Danke.
Ja. Das war mal die ein oder andere Folge, wie wir sonst immer so haben. Mit dem Gedanken, dass wir jetzt nochmal Nachwuchs kriegen, muss ich mich irgendwie ein bisschen anfreunden. Komm jetzt rein. Ja. Ach Gott. So, nee, ich mache jetzt Stopp, sonst überziehe ich wieder maßlos. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie dir diese Situation gerade gefällt. Ich muss jetzt nochmal herausfinden, wieso sie schwanger geworden ist durch das Techteln. Entweder habe ich einen Fehler bei meiner 100 Baby Challenge gemacht, dass ich da irgendwas am MCC geändert habe, aber ich mich nicht daran erinnern kann. Weil das gilt ja für alle Spielstände, das ist ja nicht nur auf einen bezogen. Und ja, wir werden es auf jeden Fall behalten. Also ich werde das nicht abbrechen. Wir müssen es nur zusehen, dass wir dann, ja, das Geld zusammenkriegen, dass die in das neue Haus ziehen können. Also auf jeden Fall haben wir knapp 40 zusammen. Shane bringt dann auch nochmal was mit. Ich glaube, dann haben wir 60. Das müsste eigentlich ausreichen. Dann kriegen sie 30.000 geschenkt rein, theoretisch. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auf deinen Kommentar, was du dazu sagst. Ich finde aber schon, dass sie eine süße Schwangere ist. Ihr Bäuchlein ist auf jeden Fall groß. Oder es liegt daran, dass sie einfach ein bisschen pummeliger ist, sage ich jetzt mal. Dass sie nicht mehr so schlank ist wie damals. Aber ich finde, sie sieht süß aus. Der Bauch steht ihr definitiv. Ja, und dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Sei gespannt auf die nächste Folge. Wir reisen dann in den Urlaub, machen so einen kleinen Familienausflug. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Das Geld haben wir ja dazu. Und ja, wir lassen uns überraschen, was dann da passieren wird. Dann hab noch einen schönen Tag. Tschüss.